Zwei Sachen haben mich geärgert bei dir. Schulden mit Schulden bekämpfen. Genau das Gegenteil wollen wir. In Europa, in Deutschland. Wir wollen nicht Schulden mit Schulden bekämpfen. Der Fiskalpakt sieht etwas anderes vor. Wir wollen, du hast Gott sei Dank darauf hingewiesen, in Deutschland Steuern erhöhen. Wir werden in Spanien die Steuern erhöhen. Wir werden in Griechenland die Steuern erhöhen. Mein Problem ist, dass die Maßnahmen, die dort ergriffen werden, zu radikal und zu schnell sind und nicht die Wirkung haben, die wir uns versprechen. Herr Kleitens, zu dir mit der Halle. Ich frage erst mal eine Gegenfrage. Wie viel Bazookas wollt ihr denn noch verschießen? Bisher hat überhaupt nichts gefruchtet von all diesen Instrumenten. Und ich sage, man muss zumindest einen Plan B haben. Und ich sage auch, das ist meine Taxe. Also ich will auch die ökologisch-soziale Transformation. Da arbeiten wir alle ja dran, schon seit Jahrzehnten dran. Ich sage aber schon, man muss erstens einen Plan B haben und dann muss es einfach gewähr sein, dass das auch wieder schief gehen kann. Und mit den Wohlstandsverlusten, da gehe ich davon aus, dass dieses so sein wird, weil wir einfach an den Grenzen angelangt sind. Und wenn, wie gesagt, es könnte die Prinzipien geben, Prinzip Hoffnung oder auch das Prinzip nach uns die Sintflut. Gehe ich mal davon aus, ihr verfolgt das Prinzip Hoffnung. Ist ja auch das Prinzip Arbeit, das ist ja durchaus ehrenwert. Aber wie soll das denn weitergehen? Also meines Erachtens ist es tatsächlich so, dass wir uns alle auf, egal wie lange noch diese Retterei weitergetrieben wird oder es geht auseinander, ganz auseinander wird es so und so nicht gehen, dass wir uns alle doch auf erhebliche Einschnitte werden einstellen müssen. Und da geht es mir dann wieder darum, dass nicht die Kriegsgewinnler immer die gleichen sind, dass nicht die ganz Reichen wieder ihre Schäfchen im Trockenen haben und leider wird halt einfach relativ stark in diese Richtung gearbeitet. Und wie gesagt, da haben ja die Grünen eine gute Programmatik auf allen Ebenen und die gilt es umzusetzen. Genauso, es ist doch wirklich absolut greislich, dass 2008 hat diese Krise aufgeschlagen. Im Grunde ist es ja schon bei der Asienkrise deutlich geworden, was geht, ja? 2008 hat aufgeschlagen und dann hieß es, oh, jetzt werden wir aber die Finanzmärkte regulieren. Und es ist nichts passiert, es ist aber auch gar nichts passiert. Und deswegen, die grüne Landtagsfraktion hat zum Beispiel beschlossen, das war der Zeitpunkt, wo die Kompetenzen der EFSF, also der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, erweitert worden sind und die Summe, da haben wir beschlossen, wenn überhaupt weitere Haftungsrisiken, ich nenne das mal Eventualverbindlichkeiten, da nur, wenn gleichzeitig die Umverteilung von unten nach oben gestoppt wird und wenn gleichzeitig endlich begonnen wird, die Finanzmärkte zu regulieren. Wir haben gleichzeitig gesagt, ein definitives Nein zu Eurobonds. Da vertritt sie auch die gleiche Meinung, habe ich gehört, das ist erfreulich. Also für mich ist ganz klar, veranlassen, verantworten und haften muss zusammengehören, muss einfach zusammen sein, sonst funktioniert es nicht. Und wir haben gesagt, keine Art von Hebel, weil es auch alles wieder Tricksereien sind. Und da müssen wir halt dann schauen, dass wir hier den Weg finden. Aber nochmal, zurück auf die Scholle oder Halleck, das ist überzogen und pointiert. Nur meine Botschaft ist, es wird ohne Einbußen, ohne Wohlstandsverluste, wird es einfach nicht mehr gehen, sonst lügen wir uns alle in die Tasche und dann müssen wir halt schauen, wie wird das geregelt, in der einen Richtung oder in der anderen Richtung. Christoph, die Herren, die du angesprochen hast, die können wir auch alle leicht verorten, ja, wo die ihr Geld gemacht haben und was die für Ratschläge geben. Herzlichen Dank. Die Grünen führen seit einigen Wochen, Monaten, kann man sagen, eine sehr heftige, intensive Debatte um die Zukunft Europas und um die Frage, wie wir uns verhalten sollen zu den Beschlüssen, die auf europäischer Ebene und im Bundestag jetzt gefallen sind. Die sind ja beschlossen worden. Ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass wir das so führen in der Art und Weise. Ich bin auch froh, dass ich in der Grünen Partei bin, denn wir sind nach meiner Wahrnehmung die einzige Partei, die das wirklich macht, tiefer einzusteigen, dass wir eigentlich zum Kern vordringen müssen, um was es geht. Und das ist aus meiner Sicht nicht die Krise des Euros. Ich glaube gar nicht, dass das der Kern ist. Der Kern ist die Frage, wie gewinnt die Politik endlich wieder das Primat über die Finanzmärkte? Wie schaffen wir es, dass wir wieder gestalten können als Demokratie in Europa? Und da sind sehr viele Fragen mit verbunden und deswegen ist für mich die Debatte, ob wir jetzt zustimmen sollen im Bundestag, ja oder nein, ein Stück weit auch schon Geschichte. Ja, wir haben das getan, ja, nicht als Grüne. Die Frage ist, was machen wir in der Zukunft draus und was passiert jetzt hier eigentlich? Was können wir eigentlich überhaupt tun, um das, was ich beschrieben habe, zu erreichen, nämlich, dass wir eine europäische Demokratie wollen, dass wir ein Ende herbeiführen wollen von dem Diktat, dem wir uns unterworfen sehen, nicht erst seit wenigen Jahren, von dem Diktat der Finanzmärkte, die uns dominiert, wo wir reagieren, wo wir nicht die sind, die agieren, wo wir Symptome kurieren. Ja. Wie kommen wir da raus? Und
darauf die Frage zu konzentrieren, was sind da die grünen Antworten, da bin ich sehr froh, dass heute der Reinhard Bütikofer da ist. Ein zentraler Teil des Problems besteht darin, dass man zwar sagen kann, in der Demokratie als Bürger, das ist unsere Demokratie, aber dass man eben nicht sagen kann, es sind unsere Finanzmärkte, weil da gebe ich dem Dieter Janicek völlig recht, die allermeisten, nicht nur von uns, ich würde sagen von der ganzen Bevölkerung, wahrscheinlich mehr als 99%, haben auf das, was auf diesen Finanzmärkten läuft, einen aktiven Einfluss, kaum oder höchst selten, sind eben gerade nicht unsere. Euro-Währung konnten für geringes Geld Kredite kriegen. Die haben das nicht genutzt, um ihre Wirtschaft entsprechend wettbewerbsfähiger zu machen, sondern für alle möglichen Schichten in Griechenland war es wirklich weitgehend ein Selbstbedienungsladen einer korrupten politisch-bürgerlichen Klasse, muss man sagen. Und zwar von links wie rechts, die sich sozusagen den Posten im Staatsapparat geteilt haben. Die eine Partei, die jetzt wieder an die Regierung gewählt worden ist, die Konservativen, vor der vorletzten Wahl 20 Milliarden ausgegeben, um vielleicht so Klientelbedienung, um vielleicht wieder an die Regierung zu kommen, haben sie es doch nicht geschafft. Hat die neue Regierung, die erstmal mit zusätzlichen 20 Milliarden Schulden gestartet ist, erstmal 20.000 von ihren Anhängern zu Staatsangestellten gemacht, damit sie auch was haben von dem Kuchen. Ich will jetzt nicht auf den Griechen rumhacken, weil das von der Art von Missbrauch haben ja nur ein paar profitiert. Nicht die, die jetzt am meisten unter der Krise leiden. Aber trotzdem muss man, und ich glaube auch, man sollte sich nicht scheuen, auszusprechen, dass da ein unglaublicher Missbrauch auch getrieben worden ist. Und zum Teil ist das mit der Staatsverschuldung schon ein Problem. Und deswegen bin ich auch nicht dagegen zu sagen, man muss dann auch was tun, um zu verhindern, dass sich das in Zukunft einfach permanent wiederholt. Nur, die deutsche Fixiertheit auf dieses Thema Fiskalpakt und Schuldenbremse, die ist mir ein bisschen einseitig. Wir sind, soweit ich sehen kann, das einzige Land in Europa, das meint, der Fiskalpakt sei die entscheidende Sache in dieser Debatte. Der Fiskalpakt, mal von vielem anderen abgesehen, beinhaltet eine Schuldenbremse. Ich habe nichts dagegen. Man muss, wenn man in die Geschichte zurückguckt, einfach konstatieren, seit es das Grundgesetz gibt, hat es eine Schuldenbremse gegeben. Bloß die, wie sie im Grundgesetz vorgesehen war, hat dann einfach irgendwann ziemlich lange schon nicht mehr funktioniert, sodass trotz Schuldenbremse die Schulden ständig gestiegen sind. Deswegen bin ich auch der Meinung, es ist richtig, jetzt sich zu überlegen, wie man vernünftig eine neue Bremse gegen das Leben auf Kosten der künftigen Generationen organisiert. Und wenn wir das bei uns machen, habe ich auch nichts dagegen zu sagen, sollen andere auch machen. Nur, wir haben die Probleme, ob die Eurozone auseinanderkracht jetzt, in diesem Jahr. Die Entscheidungen dafür werden dieses Jahr getroffen. Und der Fiskalpakt, wenn es klappt, wird vielleicht in 2, 2,5, 3 Jahren eine Rolle spielen. Das heißt, selbst wenn wir mal dahin stellen, dass das eine wunderbare Lösung wäre, wo ich noch ein paar Einwände hätte, aber das ist jetzt zur Seite gelegt. Selbst wenn das eine wunderbare Lösung wäre, hilft es unmittelbar jetzt nichts. Und genauso wenig hilft, jetzt europaweit zu verkünden, man muss nur sparen, 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 sparen und noch mehr sparen, und dann kommen wir schon aus der Krise raus. Erstens ist die deutsche Bundesregierung mit dieser Aussage unglaublich unglaubwürdig. Weil das Sparen, das wir anderen predigen, wird im eigenen Land gar nicht praktiziert. Sonst könnte man nicht zum Beispiel ein Betreuungsgeld versprechen, das ausschließlich mit Schulden finanziert werden soll. Und eine Reihe von anderen Sachen. In einem Zeitungsartikel war die Überschrift, die Deutschen sagen zu Europa, macht, wie wir es euch sagen, macht es nicht, wie wir es machen. Das ist aber natürlich nicht sehr glaubwürdig. Das ist eine Heuchelei. Ja, Reinhard, du hattest ja vorhin angesprochen, dass
Na, dass die jungen Generationen das wahrscheinlich zurückzahlen müssen, was die Staaten im Moment jetzt an Staatsschulden aufbauen, größtenteils. Und du hast auch gesagt, dass die Politik das Primat wieder zurück über die Wirtschaft gewinnen soll. Und ich frage mich, wie wir dieses Primat wieder gewinnen sollen, wenn sich die Staaten kontinuierlich mehr verschulden, auch Deutschland, und dann ja immer abhängiger vom Zins werden, den die Märkte bereit sind zu zahlen. Und was mir eben auch dabei auffällt, ist eben, dass die Grünen, ja, und ich bin ja auch ein Grüner und ich bin für Nachhaltigkeit, aber in allen Bereichen und nicht nur eben bei der Umwelt und beim Klimawandel, sondern eben auch bei den Finanzen, dass wir erstens, als wir damals selbst in der Regierung waren, die Stabilitätskredite aufgeweicht haben. Okay, ist ein Fehler der Vergangenheit, aber jetzt machen wir auch mehr Schulden, die wir nicht wissen, wie wir die zurückbezahlen. Und wie kann man mit dauerhaft mehr Schulden eine nachhaltige Finanzpolitik steuern? Und eine Schuldenbremse heißt ja nur, dass es langsamer geht. Das heißt ja nicht, dass sich die Schulden nur zurückdreht. Und wann sagen wir als Grüne endlich mal, wie beim Klimawandel, die CO2-Uhr muss sich zurückdrehen, so muss sich auch die Schuldenuhr real zurückdrehen? So, jetzt nochmal eine Antwort, und Dieter, du kannst natürlich auch wieder ein zweites, wenn es hier reinzüft. Das ist wie im Übergang Schulden. Man kann doch nicht, wenn man begriffen hat, dass Schulden das Verhängnis sind, weitere Schulden machen. Möchte ich mal einen gewagten Vergleich machen. Als wir Grüne 98 an die Regierung kamen, waren wir finster entschlossen, dass das genutzt werden muss für einen Atomausstieg. Weil wir, inzwischen ist die große Mehrheit der Deutschen auch unserer Meinung, der Meinung waren, dass diese Technik unverantwortlich ist. Dann haben wir durchgesetzt, nach heftigen Kämpfen, dass es einen Atomausstieg gibt, aber nicht einen sofortigen, nicht einen in einem Jahr, nicht einen in 5 Jahren, sondern einen, der im Jahr 2021 oder 2022 zu Ende gewesen wäre. Das war das, was wir damals mit den Sozialdemokraten zusammen verabredet haben. Unter dem Gesichtspunkt, dass Atomtechnik eigentlich unverantwortlich ist, war das genauso widersinnig, wie unter dem Gesichtspunkt, dass Schulden machen unverantwortlich, also im Übermaß Schulden machen unverantwortlich ist, das eigentlich dazu führen müsste, dass man sagt, man mache jetzt keine. Nur manchmal ist es in der Realität halt eben so, dass man einen Übergang finden muss zwischen der Situation, in der man ist, und der Situation, in die man möchte. Und man kann sich nicht rausbeamen, ja? Dass man sich einfach sozusagen, ohne dass man überhaupt merkt, dass man sich auf den Weg macht, plötzlich woanders ist. Wenn du lang genug in die Sackgasse gerannt bist, gibt es keine Alternative, als dass sie rumdrehst und wieder rausmarschierst. Aber wir gehen seit 40 Jahren in eine Richtung. Ich rede davon, dass man jetzt die Richtung ändern muss. Tun wir aber nicht. Aber dass man jetzt nicht sagen darf, und das geht nur, wenn man jetzt sofort, ab sofort, gar keine Schulden mehr macht. Wenn ich jetzt keine Schulden mehr mache, konkret heißt das, ich hau die spanischen Banken jetzt nicht raus, für die jetzt 100 Milliarden zur Verfügung gestellt werden. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass Spanien an der Stelle und insgesamt als ganzes Land unter den Rettungsschirm ESM muss. Wenn das passiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste spekulative Welle gegen Italien rollt, enorm gestiegen. Und für Italien ist der ESM nicht mehr groß genug. Okay, gut. Das heißt, das Prinzip darf man nicht wie eine Schindmähre zu Schanden reiten, nur nach dem Prinzip, es geschehe Gerechtigkeit, auch wenn die Welt daran untergeht. Okay. Man muss den Übergang ordnen. Aber Gegenvorschlag, ja, dann sparen wir eben sofort das Geld ein, was wir denen da jetzt runterschicken, damit sie ihre Banken retten können. Warum sparen wir nicht sofort das Geld ein, was wir wegschicken? Warum also nicht eins zu eins? Es gibt viele Vorschläge, die man einsparen kann. Man kann zum Beispiel das Betreuungsgeld mitmachen, was sowieso die meisten nicht wollen. Man kann bei Militärausgaben kürzen, gibt es viele gute Vorschläge, wie Europa sich weithin von Kosten befreien könnte. Übrigens, die Griechen, ist eines von 4 Ländern in der NATO, die tatsächlich mehr als 2% ihres BIP für Militärausgaben ausgeben. Wir haben es ja, da könnte man was kürzen. Es gibt viele. Die haben gerade Waffen bei uns, den drängen die ihnen sogar auf. Ne? Auch das ist wahr. Man könnte auch kürzen bei ökologisch schädlichen Subventionen, haben wir als Grüne lange versucht, und da gibt es viele gute Ideen. Okay, und das machen wir dann auch, wenn wir beim nächsten Mal in die Regierung kommen. Ja, gut, danke.